Moin Moin und willkommen zurück bei Tomb Raider. Weiter geht's. Hier liegt noch ein bisschen Muni rum. Im letzten Part haben wir die Feuerpfeile kennengelernt. Sehr, sehr nützlich. Habe ich die auch noch ausgerüstet? Nein, können wir gleich ausrüsten. Die sind zwar nicht lautlos, aber dafür sehr viel mehr tödlicher. Und jetzt kommt auch tatsächlich mal wieder ein Punkt, wo ich auch tatsächlich so viele Pfeile vergeudet habe, dass ich froh bin, wenn ich mal ein paar neue finde hier. Normalerweise haben wir immer unser ganzes Inventar voll mit denen, aber jetzt brauchen wir wieder ein paar hier. In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz, eine Art Frühform des Geldbeutels. Alter, die sehen richtig krass aus. So ein Ding würde ich heute noch mit mir rumtragen. Einfach stylisch, kannst mir sagen, was du willst. So, wo ist meine Schrotze? Laut, aber effektiv, würde ich dazu mal sagen. Und was ich mal erzählt habe von wegen 2003, ist Quatsch. Das Spiel kam 2013 raus, wie ich jetzt auch weiß. Es stand halt irgendwie stand im Startmenü 2003. Also schätze ich mal, das gibt es vielleicht ein Remake hier. Ohne dass ich es wusste, ist es halt ein Remake und nicht der allererste Teil von Tomb Raider. Und der allererste kam dann irgendwie 2003 raus. Ja, Mann! Ein Teil der Schrotflinte noch. Erreichen Sie das untere Tor der Brücke. Ach so, ist ganz woanders tatsächlich. Wir schauen uns hier trotzdem nochmal so ein ganz kleines bisschen um, ne? Überall hier, wo die Typen drauf waren, kann da noch Loot sein. Und vor allem sehr viele Bergungsgüter scheinbar. Und Teile für die Waffen, die wir sehr gut gebrauchen können. Mittlerweile sind wir über 100. Wir räumen den alten Palast frei und beginnen bald mit dem Bau einer Stadt am Fuße des Berges. Die Japaner haben hier vor Jahren ein Frachttransportsystem errichtet, das wir instand gesetzt haben. Matthias sagt, wir bauen zu Ehren der Sonnenkönigin, wie bei einem antiken ägyptischen Monument. Aber mir ist klar, was wirklich vorgeht. Matthias schindet Zeit. Das gewaltige Projekt soll alle nur beschäftigen. Trotz der Rituale, der Stürme und der Hinrichtungen werden sie sich irgendwann gegen ihn auflehnen. Und wenn das geschieht, bin ich bereit, das Kommando zu übernehmen. Ha, die gewaltige Armee, die sich Matthias aufbauen wollte, hat das irgendwann erkannt, was er vorhat. Und sich sogar scheinbar so ein bisschen gegen ihn aufgelehnt. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ging sein Plan hier auch völlig nach hinten los. Kann ja auch sein. Und er hat dann irgendwann vielleicht alleine versucht, irgendwas zu unternehmen und ist dann einfach von der Armee überrollt worden. Inro sind normalerweise aus lackiertem Holz, aber dieser besteht aus Messing. Stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Das 19. Jahrhundert. Dieser Inro riecht innen nach Tabak. Vielleicht so etwas wie ein altes Zigarettenetui. Oh, jetzt ist das interessant. Also ich interessiere mich auch für so archäologische Funde und da Sachen von damaligen Zeiten und so. Das finde ich schon sehr nice. Was ist jetzt los? Hier kam irgendwie gerade so eine Musik von wegen, jetzt geht's gleich ab. Aber hier kann eigentlich kein Gegner mehr sein, dachte ich zumindest. Okay. Ich bin mit so einem... Oh. Ach so. Nee. Nee, weißt du was? Ja, ist okay. Zieh dich zurück. Ich weiß zwar nicht, ob wir jetzt hier alles gefunden haben. Vielleicht nicht unbedingt. Aber... Ich denke mal, wir haben genug gefunden. Und können uns jetzt auf zum nächsten Ziel machen. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Lol. Das Wildschwein vor allem gerade. Ich habe gedacht, das greift mich an. Was ist denn bei euch jetzt los, Jungs? Okay.
Uiuiuiui. Greif von der Seite an. Boah. LOL! Holy fuck, hat's den weggefickt. What? Das habe ich ja noch nie gesehen. Da haben sie wohl gedacht. Die haben mich hier in der Falle. Tja, Anfänger. Absolute Anfänger. Was ist das jetzt? Oh Gott, es ist aber noch nicht ganz vorbei, ne? Nö, es ist gar nicht vorbei. Scheiße! Ach man, und dann bist du aber auch instant tot. Wenn die einmal auf dich sprayen, dann kannst du da gar nicht mehr ausweichen. Hier ist nur ein Mensch. Ach man. Ihr macht uns hier gerade fertig. Immer drauf. Ihr kann uns nicht machen. Okay, bringt euch alle um. Ich kenne nicht raus. Das sind Headshots. Komm zum Fass. Okay, das ist einfach noch zu weit weg gewesen. Jetzt wird mal Zeit, ein bisschen das Aim auszupacken und hier One-Taps zu verteilen für die Brüder. Die wollen es ja auch scheinbar nicht anders. Ja, okay, never mind. Mein Aim ist absolut trash. Was denn da? Jetzt chillt da oben einfach sein Leben und läuft da rum, oder? So. Jetzt kann ich, glaube ich, sagen, ihr seid Anfänger, Jungs. Jetzt, glaube ich, haben wir auch alle hier. Huiuiui. Nicht ohne. Gegen so viele Gegner hier zu kämpfen. Aber Lara ist halt einfach besser. Jetzt habe ich aber immer noch, finde einen Weg durch das Tor. Wie? Ach so, ich kann da einfach das aufmachen, oder? Wenn halt, sobald halt keine Gegner mehr dauerhaft auf mich schießen, müsste ich da eigentlich aufdrehen können jetzt das Tor. Es klemmt. Was? Wie es klemmt? Was soll denn das jetzt? Heller Stoff kann verbrannt werden. Ach so, da kriegen wir direkt schon mal den Hinweis hier, ne? Kann ich da jetzt hochspringen oder nicht? Hä, warum kann ich hier nicht hoch? Okay, es geht einfach nicht. Ich dachte, ich muss hier irgendwas verbrennen, aber scheinbar nicht. Das ist jetzt wieder ein Rätsel hier. Die Dinger nerven da irgendwie. Ja, ich weiß, dass die verbrannt werden können, aber ich hab doch nichts. Oder? Ach so, doch. Ich hab ja jetzt hier, oder? Das geht jetzt. Also das ist ja nicht nur zum Kämpfen gut, das ist ja dann noch ganz andere Vorteile hier. Da habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht, das mal hier für sowas zu benutzen. Okidok. Infiltrieren Sie den Palast. Will ich das? Okay. Machen wir einfach mal. Wir haben sehr viel Bergungsgut. Pistol war ja voll upgegradet, ne? Achso, jetzt habe ich den Salvenmodus gekauft. Scheiße. Das war jetzt ein bisschen voreilig. Wollte ich gar nicht. Nicht so schlimm. Schrotze? Haben wir bei der Schrotze alles? Nee. Rückstoßverringerung machen wir mal. Denn die Schrotze benutze ich eigentlich auch ganz gerne.
Was ist los? Die sind wirklich hinter mir her hier, ne? Nehmen wir hier vielleicht lautlose Pfeile? Ich meine, ich verhalte mich hier jetzt zwar nicht wie ein absoluter Stealth-Master, das muss ich zugeben. Außerdem ist hier irgendwie was, was ich nur mit der Schrotze aufpumpen kann. Deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen laut sein hier. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute, meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Der manipuliert die einfach komplett hier. Der verarscht die. Und die sind so blöd und fallen drauf rein. Ich weiß nicht, warum die da jetzt hochgeklettert sind, warum die da Hilfe brauchen. Ach so! Du bist entkommen! Ich kann nichts halten! Komm raus! Ihr müsst die anderen. Ich habe ihn witzigerweise sogar unfreiwillig gerettet. Beziehungsweise ohne dass. Nicht unfreiwillig, aber ohne dass ich es gewusst habe. Halt die Klappe, Mann. Ich muss erstmal looten hier, Muni. Und alles andere, was es hier noch zu looten gibt. Ich meine, hier gibt es doch wirklich noch echt viel zu looten, oder? Da haben wir vielleicht auch gleich noch die Chance zu. Zündet sie an! Oh, Outsiderin! Keine Chance, ihr Schwein! Willst du da oben mal drauf gehen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht da runter und legt sie um! Ich fühle mich wie bei diesem. Ich fühle mich wie bei diesem Game, wo diese Köpfe immer so rausgucken und man die mit dem Hammer erschlagen muss. Kennt ihr das? Bestimmt. Da, so fühle ich mich gerade, wenn die ja so mit dem Kopf nur rausgucken hinter ihrer Deckung. Thank you.
War das noch irgendwer? Lara, du lebst noch! Gerade so! Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt, aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Die Leiter ist einfach... Hey, schon unterwegs. Die Leiter ist nur umgefallen, ich muss die einfach wieder aufstellen. In der Sequenz ist die Leiter einfach hier runtergefallen. Die liegt jetzt natürlich aus Storygründen nicht mehr hier, ne? Aber eigentlich ist die Leiter nur runtergefallen und man hätte sie einfach nur wieder hinstellen müssen. Ist klar, Game, ist klar. So, mein wohlverdientes Loot möchte ich mir natürlich auch abholen, ne? Ist ja klar. Ich glaube, die Wildschweine fangen aber auch an, dich anzugreifen, wenn du ihnen zu nahe kommst. Dieser Inro gehörte wahrscheinlich einem höheren Militär und enthielt offizielle Befehle und Siegel. Kommandanten Inro, okay. Verzieht euch, dann tue auch ich euch nichts, okay? Einfache Sache. Das ist jetzt hier nur für die Hühner, oder was? Die will ich eigentlich nicht umlegen. Da haben wir schon wieder das nächste Upgrade freigeschaltet. Da kann ich hoch. Da ist nur EP. Manchmal ist auch einfach nur EP drin in diesen Dingern, kann das sein? Manchmal kriege ich auch nur EP. Aber ich habe nichts gegen EP. Ich glaube, wir sind auch schon wieder Level Up jetzt geworden dadurch. Da sind, okay, da leben auf jeden Fall noch welche. Absolut knicken hier, Jungs. Ich bin einfach Terminator. Keine Chance gegen mich. Ah, hier irgendwo war noch ein Weg, oder? Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Nee, ich glaube nicht. Warum ist die Musik hier noch so spannend? Sind hier noch Gegner, die ich übersehen habe? Inro enthält Schreibgerät und eingetrocknete Tinte. Wahrscheinlich Eigentum eines Hofschreibers oder Historikers. Diese Inros sind wirklich Aufbewahrungsgeräte, ne, von den Leuten hier damals. Also das haben die wirklich benutzt, um Sachen darin zu verstauen. Scheinbar. Wo und wo? Ach, da bist du. Tschüss. Verbrennst du oder nicht? Nee. Jetzt aber, oder? Ja. Oder du stirbst halt einfach. Oh Gott, hoch da, hoch da, hoch da. Hilf mir mal einer! Ja.
Dieses Diddlin, das kommt immer, wenn wir irgendwie jemanden looten, oder? Geheimes Grab in der Nähe, wirklich? Wo denn? Ach. Ach so, hier, da ist ein geheimes Grab. Da wollen wir natürlich rein, ne? Ist ja klar. Da wollen wir rein. Genau da, oder? Ja, genau da. Oh Gott. Und jetzt? Warte mal, wo ist denn das jetzt? Ach so, warte mal, da unten bestimmt, ne? Ja. Und hier ist auch ein Lagerfeuer. Wunderbar, Leute. Dann können wir hier genau abspeichern. Nochmal kurz skillen. Schalten Sie Ihre Feinde mit Finesse aus und größere Belohnung. Okay, das ist dann mit Stealth Kills. Aber die sind mittlerweile nicht mehr so die Meta. Da würde ich sagen, machen wir hier den Ausweichkonter. Um Feinde zu betäuben, indem Sie Ihren eigenen Pfeil ins Knie rammen, weichen Sie mit Maustaste 4 aus und drücken Sie F, sobald der Ring das Tastensymbol erreicht. Let's go. Nehmen wir einfach mal. Vielleicht wird sich das nochmal als nützlich erweisen. Wir können die Schrotze auch noch einmal upgraden. Größere Reichweite. Ja, das ist auf jeden Fall einer, den ich gerne aktivieren wollen würde. Denn die Reichweite ist nicht so mega krass nice bei der Schrotze. Okay, Dankeschön fürs Einschalten, Leute. An der Stelle geht's im nächsten Part weiter. Bis dahin und ciao.